Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der SCB Verse Report steht erneut an. Wir haben es wieder schön warm auf uns und hoffentlich Cecilia, du auch. Du bist nämlich noch im Urlaub jetzt. Warum haben wir uns eigentlich immer die warmen Episoden? Ich weiß es auch nicht, damit wir schön glänzen, schön speckig aussehen. Man sieht es ja hier, aber naja. Okay, gut. Kommen wir aber zurück zu Star Citizen. Da geht's auch heiß her. Wir gehen nämlich direkt ins Hot Topic, was natürlich passt. Gut, ja, worum geht's? Natürlich geht's um Patch 2.5. Der ist groß angekündigt und der soll auch in greifbarer Nähe sein und ein paar Inhalte sind schon bekannt. Deep Alliance soll auf jeden Fall Flight-Ready werden, das steht schon mal fest. Dann ist es so, dass das Argo Utility Ship in den Verkauf kommt und Hangar und Flight-Ready werden soll. Ist das, what's happening? Ich glaube auch, ich bin jetzt panisch irgendwie. Aktivismus bricht aus. Ist auch klar, dass es passieren wird, ne? Ja. Da gibt es keine Fragen mehr dran, wenn ich es richtig verstanden habe. Und in dem Verkauf ist es auch so, dass da zusätzlich noch drei Module zu kaufen sind. Das heißt, es gibt drei verschiedene Versionen sozusagen. Genau. Also sie nennen es tatsächlich Varianten, wobei sie sagen, dass sich eigentlich nur der Pod daran verändert. Wer übrigens nicht weiß, wovon wir sprechen, Argo Utility Ship, guckt mal in die Morrow-Tour rein von der letztjährigen CitizenCon. Da sieht man, wie das Schiff eigentlich in Aktion ist. Ne? Ist so das Wartungs- und Arbeitspferd auf größeren Schiffen wie der Idris, spielt eine große Rolle bei Reparaturen, Rettungseinsätzen. Deswegen, glaube ich, gibt es da auch ganz einfache kann man sich ja ganz einfach vorstellen, was für Pods so möglich sind. Genau. Und sie haben aber gesagt, es wird wohl ein Snapfighter werden, also von dem Größenmaßstab. Das heißt, demnach hätte es keinen Quantum Drive und auch keinen Jump Drive. Also wirklich ein reines Versorgungsschiff, was halt um die Idris herum flattert und da halt Jobs übernimmt. Genau, also das erwartet uns in 2.5 und da kommt sie dann eben auch nochmal in den Sale mit ihren Varianten, wobei zwei von drei dieser Varianten dann schon eben Flight-Ready sein sollen. Ist aber noch nicht alles, wir haben natürlich noch mehr und zwar neue Gegenstände, neue Klamotten, die auf jeden Fall dazukommen und neue Shops und zwar auf einer ganz neuen Location. Tja, wir haben tatsächlich auch angekündigt, die Grim Hex Outlaw Station, das heißt die Piratenstation und natürlich denke ich mal, dass da die Klamotten dementsprechend anders aussehen werden. Ich sage dir, sie werden cooler aussehen als mit Stiefeln und richtig rockt und so, das wird cooler aussehen. Das heißt, wir brauchen dann Doppelagenten oder halt Zweitaccounts von uns, die unauffällig sich da reinschleichen, um halt hübsche Jacken zu kaufen oder wie. So ist es, genau. Schön so sieht's mal aus. Ja, so ist es. Ja, und von daher, das ist also ein ganz großer Punkt, dass Crusader und seine Umgebung wird erweitert um diese Grimhex Outlaw Station. Und außerdem hat Aaron Roberts noch angekündigt, dass es ein paar weitere Überraschungen gibt. Was auch immer das sein kann, ja? Also vielleicht ein paar Waffen, die zusätzlich dazu kommen. Ja. Keine Ahnung. Reputation, vielleicht stimmt. In die Richtung. Oder vielleicht gibt es sogar die Aufgabe, sich reinzuschleichen in die Station. Oh ja, das wäre super. Kann ich gleich dabei ein paar Klamotten kaufen. Ja. Egal. Auf jeden Fall, coole Idee. Ja, das sind unsere Spekulationen bzw. die Anhaltspunkte für 2.5, die wir hatten im Hot Topic jetzt erwähnt. Jetzt gehen wir zu den Weekly Updates. Und bei den Weekly Updates fangen wir natürlich wie immer an mit Around the Verse. Ja, und da feiern sie immer noch das Jubiläum ab. Das ist die 100. Folge, da wurde jetzt ein zweiter Teil nochmal released oder gelauncht davon und da gab es eine Foundry 42 UK Tour, eine Studio-Tour mit wichtigen Infos, wie zum Beispiel, dass Aaron Roberts dort das Kommando führt, dass wir hier 170 Mitarbeiter auf drei Stockwerken haben und dass diese Personaldecke sogar noch erhöht werden soll auf 184 Mitglieder oder Mitarbeiter in den nächsten Monaten und dass zurzeit dort 21 Ship-Artists arbeiten und, jetzt muss ich spicken, 16 Environmental-Artists, die halt Landezonen etc. gestalten. Das sind die meisten tatsächlichen Concept-Artists, die überhaupt ein Studio weltweit von CIG aufbringen kann. Es ist auch mit eins der größten Studios insgesamt, wird jetzt langsam eingeholt von Frankfurt. Da gab es eine sehr, sehr schöne Studiotour, die Bilder könnt ihr euch natürlich auch angucken in der Episode oder natürlich auf SCB. Weiter ging es dann noch mit ein paar Details zur Grimhex Piraten, also Outlaw-Station. Da sollen nämlich Easter Eggs versteckt sein. Easter Eggs, ich weiß nicht, ob das halt Gegenstände sind, die man halt dann findet oder Komponenten vielleicht. Ja, genau. So. Ja, genau. Vielleicht verbotene Komponenten, ne? Waffensysteme, die woanders nicht kaufen kann. Wer weiß, wir wissen es natürlich auch nicht. Deswegen sind es ja Easter Eggs. Wir sind gespannt. Und was aber sehr, sehr schön ist, dass auch gesagt wurde, dass natürlich die Grimhex Station eine eigene Soundkulisse kriegt. Ein eigenes Sounddesign, also
eigene Musik, eigene Themen und halt nicht wie bei Port Olisar sozusagen so episch klingt, sondern eher wie ein bunter Piratenbazar. Ja, das war die Aussage. Außerdem, die Türen sollen anders klingen. Es soll alles ein bisschen halt rugged und ein bisschen mehr Outlaw-mäßig sein. Also yo ho ho und eine Buddel voll rum. Klingt sehr liebevoll, ne? Das denke ich auch, auf jeden Fall. Außerdem ging es weiter bei Around the Verse mit Verbesserungen oder Ankündigungen von Verbesserungen im Frame-Network. Ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Info für alle, die gerne spielen aktuell. Wir kennen die Server-Lags, wir kennen die Probleme und die FPS-Drops, die wir aktuell haben. Und da haben sie jetzt gesagt, sie arbeiten sehr hart daran, dass das verbessert wird. Und sie hoffen es auch demnächst so hinzukriegen, dass die Server weniger Lags kriegen und dass sie sogar die Plätze erweitern. Dass sie größer werden, mehr Spieler zulassen. Ich meine, wenn jetzt die Piratenstation kommt und wenn später noch weitere Instanzen dazukommen, weitere Landezonen, ist es ja logisch, dass der erste Schritt ist, die Spielerzahl zu erhöhen, sonst bringt es ja gar nichts. So ist es. Also es müssen mehr Spieler kommen, aber gleichzeitig muss es auch stabil laufen, damit man überhaupt Spaß dran haben kann. Daran arbeiten sie jetzt. Ja, und was ich sehr, sehr geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle, war die Ankündigung der Star Map bzw. die Einbindung der Star Map ins Spiel. Und da gab es jetzt auch schon Bilder von dem neuen Interface und das wird komplett nochmal überarbeitet und man sieht jetzt schon eine richtig gute Navigationsoberfläche von dem User-Interface. Das verspricht sehr viel und diese Sternkarte soll tatsächlich dann schon in Crusader helfen können, die Orientierung zu behalten. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Sieht super aus. Guckt mal in den Artikel rein. Da haben euch die Redaktionsjungs von SCB alle Screenshots nochmal einzeln aufgebaut. Das heißt, da könnt ihr euch alle angucken und euch daran freuen. Das ist echt ziemlich cool. Ja, von da aus gehen wir zu Reverse the Verse. Genau, und da ging es natürlich um die Gamescom und da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt die Tickets nur noch für Sonntag verfügbar sind. Mhm. Die Vormittagstickets, richtig? Ja, genau. Also die Ganztagestickets. Die Ganztagestickets ab morgens. Sonst müsste man sich halt an den Nachmittagstickets orientieren und solche kaufen ab 14 Uhr. Genau, die gehen ab 14 Uhr, genau. Kosten auch nur die Hälfte noch. Also, genau, aber man hat halt nur noch begrenzt Zeit und hat halt nicht mehr so viel Zeit, wie wenn man morgens das natürlich betritt, das Gelände. Genau. Dann wurde bestätigt, was ich wirklich grandios finde, wurde bestätigt, Idris kommt, die Brücke, die wird auf jeden Fall den Stand sozusagen visualisieren und man wird auf den Arbeitsplätzen tatsächlich das Spiel testen können. Ja, das heißt, du stehst dann an den Terminals, die dann eigentlich im Spiel, zum Beispiel für Steuerleute oder Waffen, Tactical Officer, was auch immer, sind, und da kann man dann das Spiel testen. Finde ich ziemlich cool. Ich bin echt gespannt, ob das wirklich maßstabsgerecht ist, weil es ist tatsächlich relativ breit so von den Ausmaßen her. Sie ist zwar nicht so hoch, aber sie ist ein sehr ausladendes eine sehr ausladende Kommandostation. Und so ist es. Ja, und was sie dann mit den Fenstern auch machen, ne? Du hast ja eigentlich eine riesen Fenster Front vor dir rum. Das wird spannend. Also bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das sind die Neuigkeiten zur Gamescom. Außerdem haben wir bei Reverse the Verse noch was sehr Spannendes erfahren, was jetzt auch mit diesem Mobiglas und der Star Map zusammenhängt, nämlich, dass Crusader eine eigene Sektorenkarte bekommen wird. Zur Navigation innerhalb dann dieses Crusader-System, beziehungsweise Umgebung von Crusader und dann irgendwann des erweiterten Stanton-Systems. Das wird aber dann wahrscheinlich irgendwann die Stanton-Karte werden, ne? Schätze ich mal. Genau, oder gibt es für jeden Orbit eine eigene? Ich will es nicht hoffen, wir werden es dann erfahren. Sie haben jetzt gesagt, sie werden wahrscheinlich, ich nehme an, sie nehmen Crusader und das, was es gibt, zum Test dann. Also, dass man dann wirklich zumal dann Wegpunkte planen kann. Dehnen sie es wahrscheinlich aus, denke ich mal. Sonst wird es irgendwann so, dass man so die Kartensets kaufen muss. Mist, ich habe leider nur die große Stanton-Karte, aber nicht die Orbit-Karten. Genau. Und dann darfst du dich im Quantum-Travel-System orientieren und gucken, wie du da mit deinem Fuel hinkommst. War doch früher bei Reisen so, dass es dann so ein Autobahn-Atlas gab. Ja, so, da konntest du dich entscheiden, alle Städte oder nur regionale Karten oder nur überregionale Karten. Das wird dann so ein... Obwohl, ich erinnere mich, jetzt fange ich schon wieder an abzuschweifen, aber ich weiß, dass bei Privateers war das doch so, da musstest du doch damals verschiedene Kartensets kaufen. Ja, ja, du musstest verschiedene Kartensets kaufen und im Endeffekt wird es bei Star Citizen auch ähnlich sein. Also das heißt, bestimmte Karten von bestimmten Gebieten, zum Beispiel gerade Outlaw-Systemen oder ähnliches, wird man nicht unbedingt haben, sondern auch nicht standardmäßig in seinem Package drin, sondern die muss man sich besorgen. Wahrscheinlich gibt es dann auch so Billiganbieter, weil da stimmen dann die ganzen Sprungrouten schon lange nicht mehr. Okay, ja. Okay. Da gibt es so Umleitungsschilde und sowas. Ah. Naja, es wird ein Spaß. Aber halt, wir haben doch schon im realen Leben keinen Bock, unser Navi dauernd abzudaten. Lass uns das bei Star Citizen bitte nicht so machen. Gucken wir uns das aber an, wenn es da ist. Wir gehen jetzt nochmal weiter zur nächsten Frage, die bei Reverse the Verse beantwortet wurde. Und zwar ging es um, gibt es oder wird es mehr Starterschiffe geben? Tatsächlich wird es das geben und die werden jetzt auch, die weiteren Starterschiffe, die kommen sollen, werden jetzt nochmal überprüft, was so die Erwartungen der Spieler sind an Starterschiffe, was Starterschiffe haben müssen und die werden nochmal überarbeitet, die jetzt folgen, damit sie auch wirklich den Userwünschen oder den Spielerwünschen entsprechen. Genau, es gab ja mal so eine Abstimmung vor einem Jahr etwa war die, wo es dann um die Reliant, die Dragonfly unter anderem und so weiter ging. Da gab es 4 Schiffe zur Auswahl. 4 Schiffe wurden gewonnen hat natürlich die Reliant. Die Dragonfly ist jetzt inzwischen umgesetzt und jetzt
jetzt gibt es noch zwei weitere und da haben sie gesagt, die werden aber neu konzeptioniert. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich bin Freund davon, dass so viele Starter-Schiffe kommen. Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die kritisieren das immer, weil die sagen so, jetzt wird nochmal ein Schiff mehr verhökert, so, um Geld zu machen. Ich sehe es anders. Gerade so die Starter-Schiffe werden die Schiffe sein, die wir wahrscheinlich am meisten sehen im Wurst. Ja. Und wenn sich da ständig so die Modelle abwechseln, dann ist das total störend. Ich fand es schon bei vorigen GTA-Spielen teilweise störend, dass die Autos sich sehr, sehr stark wiederholen. Das wurde später immer umfangreicher. Nur eine andere Farbe kriegen. Genau. Ja, genau. Und ich denke halt, dass diese Vielfalt eigentlich für die Experience sehr wichtig ist. Glaube ich auch. Und von daher, sie arbeiten dran, sie fragen sich eben gerade, was brauchen wir eigentlich in den Charterschiffen und von da aus wird es dann weitergehen. Allerdings jetzt noch nicht konkret angekündigt, dass es jetzt ein neues Schiff in nächster Zeit dazu geben wird. Ja, wir haben Reverse the Verse abgeschlossen und gehen jetzt nochmal in die Lore rein. Und zwar zu einem Spectrum Dispatch Data Cache heißt der The Tavern Plan. Ist wieder so ein Ding, was ich total cool finde, weil es nämlich um eine Intrige und eine Erpressung geht. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet. es hat irgendwie etwas zu tun mit einem Senator. Ja. Der erste tevarianische Senator. Genau, genau. Der führt gerade einen Wahlkampf. Und es geht, glaube ich, auch um das Elysium-System, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so grob. Also es geht im Grunde genommen darum, dass es ist ein Mailverlauf und in dem Mailverlauf schreibt einer ein Mitarbeiter von diesem Senator an und sagt, pass mal auf, ich habe rausgefunden, dass du für eigentlich Supplies, also Lieferungen, die du zur Synth World bringen musst, das ist so ein ganz, ganz aufgeblasenes, furchtbar teures UEI-Projekt, was keiner mehr haben will, dass du da Lieferungen hinbringen solltest, aber du zwackst was für die Tevarin ab. Also du nimmst einfach was weg und damit setze ich dich jetzt unter Druck und sage, wenn du mir nicht entsprechend Kohle dafür gibst, dann schwärze ich den Senator an. Und der kriegt dann das ab und der ist, wie gesagt, gerade frisch gewählt als neuester Senator der Tevarin. Ja, die Tevariner, die kämpfen ja auch um die Anerkennung, so, weil sie unterjocht wurden. Genau. Von den Menschen im Grunde genommen sind eigentlich Bürger zweiter Klasse, wenn man richtig fies ist. Und da ist es ja auch so, dass die gesamte Gründungsgeschichte des Imperiums eigentlich auf diese Kriege zurückführen lässt. Genau. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich hoffe ja eigentlich, dass man später vielleicht mal selber Tevarianer spielen kann und sich da vielleicht für die Rechte einsetzen kann und versuchen kann, Bürgerrechte zum Beispiel durchzusetzen. Durchaus möglich. Also wenn es mal eine spielbare Alienrasse gibt, dann werden wahrscheinlich die Tevarin am nächsten erstmal da dran liegen, weil sie eben sehr verwoben sind mit dem deutschen, mit dem UEI-Imperium, dass sie halt sehr, sehr eng mit denen verwoben sind und eben nicht mehr als Rasse wirklich existieren. Also sie haben eigentlich keine kulturelle Identität mehr in dem Punkt. Und genau das ist es eben, was da in die Parade fährt. Schaut mal in den Spectrum Dispatch rein, der ist echt cool geworden. Gerade weil man da so sieht, was eigentlich hinter den Kulissen da so doch an Intrigen laufen kann. Und wir haben nämlich dazu passend, und das ist jetzt eine perfekte Überleitung eigentlich, ein schönes Video gemacht diese Woche. Und zwar war das wieder ein Voice-Over, ein System-Guide. Und da ging es dann eben um Elysium, was ja das Heimatsystem der Tevarin ist. Genau, das ist das Heimatsystem. Und da wird auch nochmal die Geschichte des Volkes und auch die Geschichte des Krieges erzählt. Und ich habe ja auch immer das Gefühl, dass dieser Krieg tatsächlich auch so ein bisschen instrumentalisiert wurde damals schon, um das Imperium zu begründen, um auch diesen Machtanspruch des Imperators letztendlich zu legitimieren. Richtig. Also ich glaube, es hat mal anders angefangen. Ich glaube, die Tevarin haben ja uns angegriffen, also die haben das UEI angegriffen, sagt man zumindest. Und Messer kam dann da raus als junger Colonel sozusagen, als der Kriegsheld. Und ich glaube, der hat dann gedacht, das die bieten es mir eh alle an, dann nehme ich es mir halt. Und dann hat er halt wirklich da seine Machtfantasie mit ausgelebt. Von daher ist diese beiden Tevarin-Kriege sind tatsächlich der Ursprung des UEI. Und von daher vielleicht für euch auch sehr interessant, wie es eigentlich alles angefangen hat im Elysium-System. Und das, da habe ich euch eine deutsche Tonspur zugemacht. Da könnt ihr dann immer reinhören. Waren auch so Stammeskriege, ne, letztendlich. Das waren, glaube ich, Stämme. Aber jetzt höre ich auf, bevor ich jetzt hier mich um Kopf und Kragen rede und die Folge endlos lang wird. Kein Problem. Und wir machen weiter. Wir machen weiter, genau. Und zwar mit einem ganz kurzen Video mal, einem Preview-Video, und zwar zum Bengal Carrier. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, das lohnt sich, weil das Schiff ist tatsächlich auch jetzt, rückt immer weiter in der Fertigstellung voran und man kann im Video schon die Ausmaße des Schiffes wirklich gut abschätzen, der gigantische Hangar und die Aufgabenbereiche an Bord. 1,4 Kilometer soll das Monstrum lang sein, 3 bis 4 Battlefield-Maps im Groben umfassen, also von seinem ganzen Umfang her. Schaut mal in das Video rein, es sind gute 5 Minuten voller Infos und mit ganz spektakulären Bildern. Auch da haben wir eine deutsche Tonspur zugemacht. Das heißt, ihr kriegt alles sofort brühwarm serviert, was ihr über den Bengal Carrier wissen müsst. Sehr, sehr spannendes Ding. Und als kleiner Spoiler, 70% sollen davon schon fertig sein. Wir sind sehr gespannt darauf. Ja, ansonsten haben wir noch einen Livestream als Hinweis. Am kommenden Donnerstag jetzt wieder hoste ich um 20.15 Uhr live auf Twitch Let's Crash, wieder mit einem kleinen Gewinnspiel zusammen und freue mich, wenn ihr alle dabei einschaltet. Und natürlich haben wir am Ende dann noch
der Action. Und da dachten wir uns jetzt, wir fragen euch mal, welche Pots euch bei dem Argo Utility Ship am meisten interessieren werden. Und da haben wir euch eine kleine Auswahl zur Verfügung gestellt. Schaut mal rauf und macht euer Voting, welcher Pot euch am meisten interessiert. Rescue. Würde ich auch sagen, Rescue oder tatsächlich auch Wartung, Reparatur, finde ich auch ganz spannend. Auch spannend, ja. Schaut mal rauf auf Google Plus, da könnt ihr wie immer abstimmen. Wir sind sehr gespannt auf euer Ergebnis und danken euch jetzt schon, wenn ihr euch daran beteiligt. Das ist für uns immer ein cooles Mittel, um zu wissen, wie tickt ihr eigentlich da draußen. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind durch mit dem SCB-Verse Report. Nächste Woche ist Cecilia wieder für uns da und dann geht es nochmal weiter und gucken, wie weit dann 2.5 vielleicht schon ist. Sind wir mal gespannt darauf. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn ihr up to date bleiben wollt für Star Citizen, dann abonniert unseren Channel. Liked oder disliked die Episode, schreibt uns kräftig Kommentare runter, stimmt ab und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, Weezen und Sawyer verabschieden sich für diese Woche mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!